Oh, danke. Danke, fuck yeah, Mann. Kann der Bumerang was gegen die ausrichten? Oh ja, tatsächlich. So. Okay. Jetzt kommt auf jeden Fall noch eine 2D-Passage. Zum Spielen. So. Wie komme ich da ran? Ich kann es mir vorstellen. Aha. So. Oh, sieht nach dem finalen Raum aus. Das wäre ja genial. Ein Kappa-Kern. Aha. So. Okay. Das war das. Und jetzt kann ich mit dem Tauschhaken darüber. Ja. Wow. Das sah so schön stylisch aus. Aber ich hab's verkackt. Moment, kann ich an diesen Büschen zufälligerweise Kerne formen? Bitte, 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 bitte. Wieso kann ich keine Kerne formen? Ich brauche doch meine Pegasus-Kerne. Ach komm. Hoffentlich reichen sie noch. Vor allem, da kommt wieder ein Teleporter. Von daher ist es wahrscheinlich nicht der letzte Raum. Ich habe zu früh die Vorfreude gefrönt. Nein! Oh, ich muss komplett schnell sein. Wie gemein. So. Natürlich keine Pegasus-Kerne, ne? Ja, natürlich nicht. Warum sollte ich welche haben? Oh mein Gott. Jetzt kommen ja noch echt Skill-Passagen dazu. Das ist ja wohl echt nicht mehr witzig. Und er springt nicht. Geil! Wo kriege ich Pegasus-Kerne jetzt her? Natürlich nicht. Gut, vielleicht habe ich noch einen Versuch, wenn die Pegasus-Kerne lang genug halten. Die Chancen sind sehr gering. Ja. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich Pegasus-Kerne formen dürfen. Hurra! So. Na super. Geil. Okay. Ich darf Pegasus keine Farm. Ich darf allgemein erstmal wieder aus der Höhle rauskommen. Geht das überhaupt? Nein. Toll. Wie haben sich die Entwickler das gedacht? Darf ich das bitte mal erfahren? Würde mich brennend interessieren. Soll ich jetzt hier sterben? Zwangsläufig oder was?
Weil ich keine Pegasus-Kerne mehr habe, oder? Oder wie soll ich das sehen? Das geht immerhin noch mit ohne Pegasus-Kerne. Es müssen doch da Pegasus-Kerne drin sein und Bomben. Das kann doch, die können doch nicht ernsthaft verlangen, dass ich... Das ist nicht wahr. Komme ich vielleicht mit Sturmkernen raus? Nö. Komme ich mit dem Lied raus? Ja, und jetzt? Hab ich jetzt echt schlechtes Level-Design erwischt, oder was? Gut, ich töte mich. Ich habe ja wohl keine andere Wahl, als zu sterben. Das finde ich echt richtig doof. Fucking Heroenhöhle, ey. Gut. Jetzt kommt die große Preisfrage. Wo sind Pegasus-Kerne? Nee. Das sind Feuerkerne. Gut, Pegasus-Kerne sind schon mal nur in der Vergangenheit. Habe ich natürlich erwartet. Weil es keine Pegasus-Kerne in der Zukunft geben kann. Warum auch? Sind halt ausgestorben. So. Da vielleicht? Nö. Sind Duftkerne. Da vielleicht? Ah. Oh, das geht nicht mal, wenn ich das so mache. Ach, Arcanum-Kerne, Ich hätte sie eigentlich auch in dem Bild gesehen. Wieso sind sie nicht nachgewachsen? Gut, okay, ich gehe in den Deku-Wald. Gucken wir uns jetzt nochmal im Kugelkamm. Es ist doch wohl nicht wahr. Ausgerechnet die wichtigsten Kerne sind die seltensten, oder was? So, sag mir bitte, dass ich jetzt hier einfach mit Hin- und Herporten mich da was retten kann. Warum wachsen sie nicht nach? Ja, hallo. Fuck ja. Nicht mal ansatzweise was Interessantes. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist einfach nur ein riesengroßer Witz. Thank you.
Quatsch. Das ist absoluter Witz. Wie komme ich denn an die Eselkerne jetzt ran? Kann ich vielleicht Kerne kaufen? Ich weiß es gar nicht. Besessen. So. Also die Heronhöhle, die macht mich echt fertig. Das ist unfassbar. Nee, nichts mit kaufen. Gut. Da ich ja keine andere Wahl habe, muss ich halt mit 18 Kernen das jetzt hier angehen. Oh, ihr könnt Kerne droppen? Ist ja nett. Wäre schön, wenn ihr wenigstens noch die richtigen Kerne droppen würdet. Aber ihr droppt bestimmt auch nichts. Ja, aber klar. Du auch nicht. Du auch nicht. Aua. Du auch nicht. Das Ding sagt auch nein. Kerne. Wozu braucht man schon Kerne? Pff, völlig überbewertet. Toll. Herzen. Es ist echt ein Witz, dass ich da Pegasus-Kerne brauche und ich nicht mal ansatzweise welche erhalte. Es ist ein riesengroßer Witz. Es ist eine Zumutung, ist das. So. Ich würde ja lachen, wenn jetzt welche drinne wären. Kerne drin. Warum sollte auch einer drin sein? Er braucht schon Kerne, ohne Witz. Hier drunter ist ja auch nichts. Nö. Also was soll's. 18 Versuche. Nett, wie mich die Fliege gerade abgelenkt hat. Die vor meinen Augen noch rumfliegt, ey. Es ist doch ein Witz. Es ist einfach nur ein Witz. Es ist. Wer hat sich dieses dämliche Level-Design ausgedacht? Wenn man zwingend Kerne braucht, dann gebe ich doch eine Möglichkeit zurückzukommen. Oder wenigstens Kerne zu haben. Es ist einfach nur schlechtes Level-Design. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich glaub's auch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass es Age schafft, in meiner Bewertung theoretisch noch tiefer zu sinken. Aber es hat's gerade mit dieser Höhle schafft es das gerade echt. Weil das ist kein Rätsel, das ist einfach nur eine Tortur. Ich habe kapiert, wie ich es machen soll. Okay. Oder, ja, ich hab's kapiert, wie ich es machen soll, aber es ist einfach nur eine Tortur. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr,
wenn ihr wisst, ob es eine andere Möglichkeit gibt, eine einfachere oder irgendeine, die kein Dead End hier hervorruft, dann nehme ich die Aussage zurück. Aber ansonsten ist das hier einfach bloß der größte Mist überhaupt. So. Beziehungsweise, okay, Moment. Ich erinnere mich an einen Ring, der hier tatsächlich mal nützlich sein könnte. Aber jetzt bin ich nicht mehr... Jetzt komme ich eh nicht mehr raus, von daher... Sehen wir uns erst mit dem Ring hier wieder, wenn ich die Kerne wieder brauche. Oh, wieso kannst du denn da nicht um die Ecke springen? Du hast es doch schon mal geschafft. Mir ist doch nicht aufgefallen, dass ich mache immer noch die Büsche kaputt, in der Hoffnung, dass vielleicht doch mal ein Kern da drunter ist. Aber es ist niemals einer drunter, weil das ein schlechtes Level-Design ist. Ich hoffe, dass nach diesem Raum echt diese Höhle zu Ende ist. Aber ich glaub's noch nicht. Wieso springst du nicht weit genug? Wozu hast du diesen dämlichen Anlauf, wenn du nicht weit genug springst? Oh Mann, ich wünsche mir meine Pegasus-Stiefel zurück. Diese Pegasus-Kern-Idee ist... keine Ahnung. Es ist halt eine Idee gewesen. So. Jetzt habe ich schon wieder 5 Versuche in den Sand gesetzt. 13 habe ich noch. Oh. 12 Versuche habe ich noch. Korrektur. So. Da sind keine Kerne drunter. Warum probiere ich es also? Sag ich ja. Es ist einfach nicht wahr. Ich habe auch so eben wieder die Fliegensaison in meiner Wohnung. Es ist schrecklich. Wo kommen die Viecher schon wieder her? So. Und erneut tausche ich mit diesem Teil die Position. Erneut rüste ich diese beiden Equipment-Items aus. Und erneut springt er nicht. Warum sollte er springen? Wozu braucht man Sprungtasten? Völlig überbewertet. Ich habe wieder vergessen, die Bombe zu werfen, oder? Ja, super. Bomben kann man sich hier auch ein Dead End verschaffen. Aber mit Pegasus-Kernen ist krasser. Alter, warum kommst du nicht rum? Bombe, so. Hep. Ich habe absolut keinen Spaß mehr an diesem Raum. Es ist unfassbar. Aber ich will diesen Raum trotzdem schaffen. Wenn ich sagen kann, okay, gut, ich habe auch die Heroenhöhle geschafft. Ich will gar nicht wissen, wie weit die noch geht. Nebenbei, ich werde jetzt mal gleich noch was anderes probieren. Also eine andere Taktik, wie ich das hier angehe. Super. Hab ich schon zweimal die Bombe vergessen. So.
So. Okay. Oh, danke. Es hat geklappt. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst. Alter, die Hände sind jetzt echt ein Witz, oder? Danke. Das sieht so aus, als hätte ich es jetzt endlich geschafft, ja? Endlich! Das war der dämlichste Ring, den ich jemals erlebt habe. Schwertkraft runter 3. Alter. Und das ist die große Belohnung für die Heroenhöhle? Oh mein Gott, ist das ein Scheiß. Ohne Witz. Oh. Alter. Okay. Gut, ich habe die Heroenhöhle auch abgeschlossen. Hat ja nur 4 Parts gedauert. Und damit ist jetzt endgültig Zelda abgeschlossen. Wir sehen uns dann demnächst bei Mario wieder. Bis dahin und tschüss. Fuck Höhle, ey.